Hallo, da bin ich wieder. So, und zwar, es ist Folgendes. Nils hat mich angeschrieben und zwar hat mir eine Mail geschrieben und hat mich gefragt, Wolfgang, zeig uns doch einfach auch mal, wie man Akkorde wechselt. Und das fand ich eine super Idee, das mache ich jetzt mal. Und zwar haben wir so verschiedene Stücke. Anhand der Stücke machen wir das mal, glaube ich. Und zwar, wir haben zum Beispiel Mango Mango oder What Shall We Do with the Drunken Sailor, Walking Through the Jungle und so weiter. Geburtstagsparty im Bäckerladen und so. Werde ich mir so ein paar Stücke mal vornehmen und da schauen wir uns mal an, wie wir die Akkorde am besten wechseln können. Übrigens, Mail schreiben. Alle, die das jetzt hier sehen und hören, das gilt für euch auch. Schreibt mir eine Mail oder ruft mich an. Eure Lehrerinnen und Lehrer, die wissen Bescheid, die haben die Telefonnummer, so dass wir ein bisschen im Austausch sind. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche und so weiter, sagt mir Bescheid. Dann kann ich mich drum kümmern. Der Nils hat das jetzt auch gemacht und also das ist jetzt die Antwort. Ich fange mal an mit E-Moll und D-Dur. Das sind Akkordwechsel sozusagen, die brauchen wir bei Stücken wie Mango Mango, habe ich mir aufgeschrieben, Walking Through the Jungle, Lady in Black, das gibt glaube ich noch, na, noch mehrere. Also Akkorde mit Liedern mit zwei Akkorden. Und das schauen wir uns mal an. Also wir starten mal in diesem Filmchen hier, schauen wir uns jetzt mal den Wechsel von E-Moll. Also so könnt ihr es sehen, ihr kennt ja E-Moll. So, erklärt habe ich die Akkorde ja schon. Also E-Moll. Aber wie wechsle ich? Und zwar mache ich das so, dass ich gar nicht erstmal drücke, sondern ich gucke mir das an. Aha, ich habe also Finger 2 und 3 da liegen auf der A und auf der D-Seite und soll wechseln zu D-Dur. Da brauche ich drei Finger. Das heißt, wo müssen die hin? Da gucke ich jetzt auch mal hin. Da auf die G-Seite in den zweiten Bund kommt der Zeigefinger hin. Der Mittelfinger auf die E-Seite im zweiten Bund und der Ringfinger auf die H-Seite in den dritten Bund. Hier, ihr könnt es sehen. So. Und das mache ich ohne Kraft. Ja, ich versuche einfach nur den Fingern beizubringen, wo sie hin müssen. Und die sollen auch möglichst mitdenken. Das tun sie bestimmt, so dass sie nachher den Weg auch blind finden, ohne dass ich hingucken muss. So, ich mache die Augen zu und ich finde das. Und ihr findet das dann auch, wenn ihr es so ein bisschen übt. Lasst dir Zeit, tatsächlich auch Zeit, in Zeitlupentempo sozusagen wechselst du den Akkord. So, und dann kannst du das Ganze mal machen mit Klang. Das heißt, du drückst zu, spielst die sechs Töne von E-Moll. Dann lässt du mal locker, Zeitlupentempo. Dann gehst du rüber. Wo müssen die Finger hin? Dann bei D-Dur. Und dann wechseln wir wieder. Locker lassen und die Finger rübersetzen. Locker lassen und wieder wechseln. Und so weiter. So, im nächsten Filmchen gibt es einen anderen Akkordwechsel.